Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Vampire The Nest. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, tut mir leid, wenn nicht. Und ja, heute haben wir Montag, den 10.06. Also, ja. Also hier lade ich gerade das Video. Nehme ich es auf. Laden tue ich es natürlich später. Das kommt, glaube ich, sogar am Donnerstag raus. Ah, nee, nicht Donnerstag. Da kam ja was. Nee. Freitag oder Samstag. Und das ist wir haben ja so eine Demo-Woche und da gibt es zurzeit ein paar Spiele zu testen und heute will ich dieses Spiel spielen. Und hab mich in dieses Spiel verliebt, weil Vampirspiele sind generell selten und ich fand das Stil von diesem Spiel recht cool. Und ja, wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo auf diesem Kanal freuen und gerne ein Like. Das heißt, wir gehen direkt ins Spiel. Einzelspielmodus. Neue Welt. Natürlich kann man das mit mehreren Leuten zusammenspielen. Aber mich interessiert's. Weil ich habe das in so einer Top-Spiele irgendwann mal gesehen oder so welche. Und das wird interessant. Und da habe ich mich einfach, weil Vampirspiele sind ja recht selten. Es gibt ja fast kaum Vampirspiele. Weil, ja, keine Ahnung warum. Vampirfilme gibt's ohne Ende, aber Spiele gibt's, naja. Lässt sich mehr zu wünschen übrig. Aber man muss halt auch gute Vampirspiele erschaffen. Das ist halt nicht so leicht, kann man nicht so sagen, so leicht wie Zombie-Spiele. Da hast du einen Zombie, der was läuft und dich fressen will. Vampire sind ja nicht so. Oh je, das dauert aber ewig. Also die Ladenzeiten. Oh je. Ah, jetzt. Ach, das sind wir. Ein Reisender. Ach, wir sind jetzt noch kein Vampir. Sehe ich gerade, glaube ich. Graf Dracula bin ich. Oh je. Oh, ein Sarg. Ein Sarg mitten in einer Höhle. Ist ja gar nicht komisch. Aha, er hat gewusst, dass da ein Sarg ist. Oh mein Gott. Das ist ja cool gemacht. Oh mein Gott, erwache ich jetzt? Dragus, I was afraid we lost you. Hunger, an insatiable abyss, and sleep. It was going to consume me forever. You were asleep a little over a year, my friend. In that time, I've made some friends among the locals. Sadly, things aren't looking good, and your brother is gone. I have no idea where he went. He's like the wind, that boy. We need you. Vadim. Blood. A doe. A sheep. A rat, even. I can think of nothing else. I'm struggling not to turn on you. Let's not waste time, then. I've prepared something for you, Dragus. Come. Ah, ich bin also Dracula. Ah, perfekt. Man kriegt ja auch eine Augenschaft. Boah, warte mal, was war denn das? Ich kann Steine einsammeln. Ich komm doch schon, mein Butler. Okay, okay. Tab ist ein schönes fürs Inventar, muss ich sagen. The road is blocked. Can you see what's on the other side? Your senses are more keen than mine. Sieh dich mit Hilfe deiner Vampirsinne um. Drücke V. Da ist was. It's nothing. Just a few rocks. I can dig through. I want to break down those boulders. You're exhausted. If we're stuck here and my bloodlust takes over, I won't risk your life. Boah, ich hätte mir das spannender vorgestellt. Ich hätte mir das echt spannend vorgestellt. So ein richtiger Punch. Macht auch aber auch keinen Sinn. Ich bin ja ausgehungert. Ah, ist gerade Blutmond. Das gefällt mir. I don't want to do this, Vadim. I don't want to slaughter him. I can't. My friend, he's a cattle thief.
The locals caught him and brought him here. They tried to beat him to death. I chased them away, because to batter a man like that is unjust. To kill someone with no trial. But he will die. I know it. My herbs can't heal him. His death is pointless. It can benefit only you. He might be a thief, but I am not a murderer. You're not a human, either. Ich muss es trinken. I must satiate my hunger. There is no other way. Jetzt werden wir es gleich sehen. Oh mein Gott. Komm, ihn juckt das gar nicht. Komisch. Who would have thought? My little brother? A murderer? Where have you been? We needed you. Here and there. I explored the lovely area. I went hunting. Whose blood did you drink? Where did you leave the body? We have to be careful if we don't want an angry mob at our door. What door? Dragas promised us a castle, then he disappeared for a year in a musty coffin in some hole. Anyway, the bodies were swallowed by the swamp, and no one will see them again. That family wasn't even from here. I'm no fool. Mann, sehe ich geil aus. So richtig schick. Is this really necessary? The unrest in Madresti is getting worse and worse. This place needs a strong leader. It would have taken years. Wait. Oh, dieser Text, Digga. You have to hunt. The. And the leader needs a castle. Okay, was mache ich? Astru gejagt. Erreiche den Bock. Kann ich nicht. Hm. Unendlich Ausdauer. Macht ja auch Sinn für einen Vampir. Warte mal. Indem du die Taste R drückst, kannst du zwischen Astral. Rasmin was right. This place. It's not even a shadow of its former glory. It's a ghost of the past. We have to start over. Plane ein Krip. Drücke Tab. That's a good start. The old castle is a ruin, but I'm sure we'll be able to use something. These are precious resources. Zum Glück ist hier so viel. Das ist ja cool. Ich mag das. So. Ach, du musst ja alles einzeln bauen. Das ist ja geil gemacht. So, schön bauen. Kackholz. So, das ist cool. Ich finde das cool, für eine Demo ist das geil. So. Warum kann ich nicht alles instant kaputt schlagen? Ich bin doch so kräftig. Aber ich brauche wieder Blut langsam. Mein Durst ist immer höher. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Bauen richtig cool. Gab's auch noch was nicht so, wie ich weiß. Doch, oder? Nee. Sammle ich einfach hier alles ein, was hier ist.
Da liegt ja ein Haufen Zeug. So. Zack, für eine Demo ist das recht cool. Da fällt mir wieder ein Steinchen. Schön rein. It's a better solution than the cave, there's no doubt about Bau that. Ohne Grenzen. Du Now hast jetzt Zugriff auf ein Bauteil. Ah, okay. Baue eine Totenbarre. Hier drin oder was? Wie drehe ich denn das? Ah, so. 2 feet over instead of 6 feet under. A nice change. I still need a coffin. Bau einen Sarg. Ah, ich muss hier. Neues Versteck. Ach, so baue ich also Verstecke. So eine Art wie eine Kirche. Das ist ja cool gemacht. Und hier darf mein prächtiges Schloss entstehen. Dracula. Dragus. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen würde. Ich werde nachsehen. Ich bin damit beschäftigt, eine Unterkunft zu bauen. Ich werde mir das ansehen. Ich habe meine Unterkunft. Diese Quest wird die Vollversion des Spiels verfügbar sein. Setze das Spiel fort, indem du auf Blau Questreihe folgen und deine Burg ausbaust. Kehre zum Standort der Burg zurück, um dein Bau. I need more materials. I need to have a place to store them. Baue einen Turm. Ein Turm. Ach ja. Eine Truhe. Eine Truhe. Ich sag Turm. Chests and coffins look pretty decent to me. Maybe I should become a carpenter. Window frames will not be a challenge, but the glass is a bigger problem. I need a furnace. Bau ein Esse. Kann ich hier drin nicht bauen. Kann ich aber auch nicht draußen bauen. Das Riesending. Ja, und weil ich kein Material dafür habe. Wieder mal sehr logisch von mir. Hier liegt ja so viel rum. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie mein altes Schloss. Ich kann da halt nicht so schnell hinterherlesen. Aha, kann ich es jetzt bauen? Nee, immer noch nicht. Dieses Objekt kann nur auf einen Boden platziert werden. Ah, okay. Ach, das ist ja geil. Du baust einfach nur eine Hälfte immer. So, da haben wir einen Boden. Und jetzt können wir das Ding drauf platzieren. Herstellen. Glas. The glass is surprisingly clear. That's a good start. Now I can let my imagination run wild and create a place worthy of nobility.
Ah ja. Baue nach beliebig weiter. Lange Ruhe, lange Ruhe. Das ist irgendwie verbuggt anscheinend. Da müsste eigentlich kurze Ruhe stehen, glaube ich. Ah. Moment, doch so. Was kann ich denn alles bauen? Treppen sogar. Ich kann mir sogar Licht bauen. Ah, so muss die Ruhestätte sein. Ich baue mir ein Schloss. Gut, dann fangen wir mal an. Wir brauchen natürlich als erstes ein Fundament. Kann ich das auch? Ne, ich kann es nicht mehr kaputt machen. Ah, jetzt muss ich es einzeln bauen. I need to check what's going on. Das war's? Okay. Finde die Geräuschquelle. Was macht hier Ärger in mein Revier? Oh mein Gott. Öffne das Tor. Kind dies. Warte mal, Tor. Kind des Abgrunds. Nähere die Schlange mit deinem Blut. Alles klar, ich komme wieder. Aber ich habe kein Blut, deswegen. Ich werde dafür jetzt ein paar Dorfbewohner aussaugen gehen. Ist mir egal. Stimme der Vergangenheit. Kind, nähere. Gibt's hier keinen Dorfbewohner, der was vielleicht allein irgendwo rumgammelt? Erhöhter Schaden, Lebensenergieschub. Ich kann jetzt doppelt so viel Schaden machen. Keine Ahnung, kann ich nicht testen. Jetzt werde ich die Grotte öffnen gehen. Meine Vergangenheit ist das vielleicht. Was ist passiert bei meinem Schlaf überhaupt? Warum habe ich mich schlafen gelegt? Trinke mein Blut, Schlange. Die letzte Schlange. Boah, die hat mir aber extra ausgerüstet. Humans. A strange book found in a strange place. I must examine it thoroughly. I won't read it on my lap.
A grimoire like this deserves a special place. Boah, ein Skriptrum. Hä, da betet wohl jemand irgendwas an. Die Hölle? Keine Ahnung. Dass da jemand was an... Ah, das kann ich ja natürlich auf dem Baugelände erst. Now I can start reading. As I set quill to parchment in the creation of this tome, my fervent hope surmises that even as my vessel makes its inevitable descent into the abyss, the remnants of my thoughts shall perpetually meander along the river of infinity. Verily, words and images are the keys to the realm of everlastingness. Whoever you are, you, the peruser of these lines, I am heartened by your engagement with the musings of my mind. Cherish this volume and the wisdom it holds, and bequeath it forthwith when death makes his visit to your door. I am Malak, born of Lys Egra, called he who abandoned the sun. This, in sooth, is my legacy. Ach, kriege ich das immer weg? Egal. Ach, Objekt zerstören X. Ah, guck mal, perfekt. So, ganz schnell weg. Es war nichts passiert. Blutrauschverlangsamung. Geil, ich habe Blutrauschverlangsamung. Ich muss trinken, sonst sterbe ich. Zehn Glas brauche ich. Hoffentlich habe ich genug. Zehn Glas. Dann brauche ich Barren sogar. Der Starke glänzt und Schritt für Kanten aufwirkt. Was brauche ich dafür? Ich glaube, ich habe sogar... Ja, Steine habe ich drin. Aber wie baue ich Barren? Ach, ich glaube aus Eisen. Ja, macht's. Das sind Steine. Steinchen. Das Eich. In primordial essence, Ichor Lily quenches the thirst that plagues the vampire's spirit, if only for a fleeting moment. Yet, when meticulously crafted, its transformative alchemy stops the coagulation of blood, assuring freshness and flavor that endure for countless lunar cycles. Therefore, take the lily to the alchemical table and surrender to the delight of scholarly pursuit. Indulge yourself in the harmonies of clinking vials and babbling potions in their brewing dance. Stell ein Sakrament her. If you have devoted yourself to the words that grace these pages, you now cradle in your cold grasp the Ichor Lily decoction. To partake in its pristine freshness, you need only enrich it with blood, human or beast. So, student, take action. Give in to the whispers of your vampiric nature. Hunt, hunt, yet abstain from an immediate sanguine feast upon your prey. Save its essence for later. Collect the precious blood in the receptacle that holds the Ichor Lily decoction.
Cold your Blut abnehmen. Ah, okay. Ich soll also einer Person Blut abnehmen. Okay, okay. Das heißt, wir gehen was trinken. Warum steht es aber auf Englisch da? Ich glaube, da ist noch keine deutsche Übersetzung da. Um einen Menschen oder ein Tier Blut abzunehmen, musst du ein Segment in deinem Inventar haben. Befinden. Mithilfe dieses haltbaren Machen kannst du dann noch auf F drücken, während du mit Leichen oder einer Cover interagierst. Ah, okay. Tieren? Ich habe hier noch bis weit noch kein einziges Tier gesehen. Vielleicht gibt es hier ein Schweinchen. Ich glaube, ich gehe an meine altbestandene Ecke. The essence of life, enclosed within your grasp. The world gave birth to a creature whose destiny was to fill the flask of a vampire in this domain. From the victim's gaze, it's dark and brutal. Yet, from your own, it's a source of satisfaction and an assertion of dominion. The duality of all existence has always been a source of trepidation within my soul. Devoting myself to the study of alchemy allowed me to transform this fear into passion. I trust you feel the fascination radiating from the pages and absorb it into the fabric of your being. If that is the case, you are woven into my eternity, and I, in turn, am woven into yours. Do we not, then, share a most extraordinary bond? Oh. By now, it's evident that you are of vampiric lineage, for you have unsealed my tome. Yet my curiosity compels me to wonder, who are you exactly, dear reader? Under what circumstances have you laid your eyes upon these pages? Whoever you are, in solitude you won't find a path to greatness. Now, equipped with the knowledge to conserve blood, you are obligated to master the art of its proper storage. Only then will you be able to nourish your servants. Alles klar. Blutbedeck. Okay. So, das muss man erreichen. Haben wir 4 Stück. Und das heißt, wir müssen Sand holen gehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ah, das müsste reichen. Aber Tiere habe ich noch nicht gesehen. Aber wie kann es permanent Nacht sein? Ich glaube, durch die Demo ist es permanent Nacht. Finde ich ja etwas skurril, dass keine Sonne da ist. Ja, nicht runterfallen. Die Steuerung ist etwas verwischiwaschi, kann man sagen. So, ein Blutbedecken. Keine Ahnung, was das uns bringen soll. Erstmal Eisen. Und Glas. The vessel bereft of blood is nothing but a commonplace jar. Ah, ich weiß, was devoid das ist. Of distinction. Therefore, give it purpose. Embark once more on the hunt. Immortalize the blood with the ichor lily decoction, and then fill the reservoir with the crimson ambrosia. Da kann ich also mein Blut trinken. Können wir schon mal planen, das? So.
Das geht nicht. Da bleibt aber nur eine Ecke übrig. Können wir aber so machen. Komm her. Sammeln, sammeln, sammeln. Kann ich das hier unten gar nicht platzieren? Nee, da muss ich von innen rein. Sarah. Befülle den Blutbedeck. Ach, jetzt muss ich wieder in die Stadt. Warte mal, habe ich überhaupt noch so eine Kapsel? Nee. Ich brauche also nochmal so eine Kapsel. Okay. Nee, das war beim Alchemisten mehr. Gut, dann gehen wir uns mal ein bisschen Blut wiederholen. Ich sauge trotzdem unschuldige Menschen aus. Mich juckt's kein bisschen. Keiner hat was gemerkt. Oder ja, keine Ahnung, wie man das sagt. Ah, da muss 100% rein. Alchemistenwerk, also darf ich gleich losgehen. Und nochmal Blut holen. Perfekt. Genau, danke schön. Weil du hast sowieso gewusst, dass ich es war. Throughout the span of years in the realm of undeath, I encountered many kin for whom the mortal coil held no value. With each passing week, they laid waste to hundreds, orchestrating sanguinary banquets within their palaces. They surrendered themselves to an ocean of crimson, plunging headlong into a frenzy of maddened ecstasy. Pray, let not your lineage be of such vampiric ilk, for in that eventuality, who shall I become, if not the guide who aids you on your journey? Ja, ich gehe gleich zum Buch. I saw you by the landslide before we met by the pillory. Thanks for not ratting me out to Vadim. I have no idea why you were there, but I know he would tell you off for it, just like when we were kids and you climbed the roof to pretend to be a rooster. I was a magnificent rooster and an even better climber. Of course you were. But he was worried about you. And I was worried about you. Which is why I caused the landslide. I saw the local folks going to the center's chasm, and I didn't want them to reach the cave. I had no idea Vadim decided to wake you up. He talked about it for months, but he was on the fence about it. Oh, so you meant well, but it turned out as usual. And the murdered family you bragged about? Nah, see that? Can you be serious? I'm all this he some who knows. Maybe one day we will climb it together and crow for the entire Modresti. I take it as a promise. Do you feel the darkness closing in? Ach, das war's also. In der Vollversion gibt's sogar hier Ansichten. Guck mal. Man kann als Vampir, als Fledermaus rumfliegen. Man kann schon anscheinend in der Sonne auch rumlaufen. Man hat Arbeit, was? Man findet neue Dinge. Menschen, die was dich angreifen. Färben kann man. Das ist ja cool. Ja. Also ich freue mich auf die Vollversion. Ich finde das Spiel sehr geil. Und
Hoffentlich hat es euch auch gefallen. Ich würde mich gerne über ein kostenloses Abo natürlich freuen und gerne über ein Like. Und das sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und ciao.